Okay, ich dachte, da wäre jemand nach Hause gekommen, weil darauf warte ich so ein bisschen, dass ich dann da nicht aufhöre aufzunehmen, aber dass ich dann kurz Pause mache. Aber dadurch, dass wir neue Nachbarn haben und die recht laut sind, die ziehen noch ein, ist klar, dass sie laut sind. Ich mache denen da jetzt keinen Vorwurf. Als wir eingezogen sind, haben wir auch Krach gemacht wie die Irren. Auf jeden Fall ist es deswegen so ein bisschen schwer, da zu sagen, okay, das war die Tür und nicht Krach von unter uns. So, hier ist irgendwo ein Light Assault, denke ich, hochgeflogen. Allerdings werden wir an den nicht mehr rankommen. Schade eigentlich. Ja, wir holen uns gerade mal einen neuen Prowler. Ich habe den gerade so ein bisschen schlampig eben verloren. Wobei, das lag nicht an der Tür, weil wir haben uns ja erst verlegen lassen, nachdem ich das Türgeräusch geholt habe. Das war ja das Signal dafür, dass ich mich verlegen lasse erstmal. Da können wir einfach rüberjumpen. Das ging eben auch. So, ja, dann gehen wir mal rüber, haben unsere Waken wieder auf dem Dach. Und sind damit attraktiv für andere Panzer zum Einsteigen. Hier hat sich anscheinend was getan. Von der Kampffeldbelegung her. So, wir gehen mal. Wisst ihr, was das sind? Das sind Phoenix. Phoenix sind echt scheiße. Ja, ich hätte vielleicht doch ein Engie nehmen sollen. Na du? Wo willst du lang? Das ist meiner! Also, das war ein Treffer, glaube ich. Zwar nicht für uns, aber der ist tot. Holy shit, was ist denn da gerade geflogen? So, wir gehen näher ran. Ja, wir kriegen die Treffer, die harten Treffer. Aber vielleicht kriegen wir das Geschütz noch down. Jupp. So, dass das Geschütz down ist, ist schon mal ein Riesendienst ans Team. Und zweimal schießen noch und raus. Ja, ich weiß nicht, von wo die Schüsse kamen, aber unser Panzer ist down. Und wir können als Infanterist jetzt so ein bisschen über die Seite reinstürmen. Hier ist noch ein feindlicher Harrisser. Können wir ein bisschen helfen. Jeder Schuss zählt. Bringt zwar keine Punkte, aber es ist halt wirklich Damage. Und wenn wir dem Team helfen können, dann machen wir das. So, wenn wir jetzt noch C4 hätten, dann könnten wir uns auch um den Lightning da hinten kümmern. Aber wie das leider manchmal so ist, habe ich noch keinen C4. Ich glaube aber, dass wir uns das bald leisten können. Aber ich denke, ich nehme stattdessen lieber die Wiederbelebungsgranaten und einen Granatengurt, damit ich unserem Team helfen kann. Ja, so lieb bin ich. Statt selber mir die Kills einzuheimsen, mache ich sowas. Was ist aus mir geworden? Jetzt bin ich auch einer dieser Weichei-Medic-Spieler. Nein, bin ich natürlich nicht. Mich interessieren die anderen immer noch ein Scheiß. Aber es ist halt ganz nett. So, das ist natürlich eine nette Ecke hier, weil einfach niemand auf den Schlitz hier achtet. Aber wie viele will ich denn noch da bekommen? Ah, da war jemand. Da war ein Scharfschütze weiter hinten durch. Aber das war echt gerade wieder eine pompöse Stellung, ne? Habe ich es denen gezeigt. Aber niemand hat auf mich reagiert, obwohl ich nicht mal einen Schalldämpfer habe. Warum eigentlich nicht? Warum habe ich keinen Schalldämpfer? Soll ich jetzt einen kaufen? Ah, ich weiß nicht. Wir haben schon wieder 174 Subs. Ich glaube, ich habe mit 150 angefangen. Geht so schnell, da kann ich mir eigentlich einen Schalldämpfer holen. Aber stattdessen will ich lieber was für den Panzer holen, weil Panzer sind echt cool. Ja, Verankerungsmodus 2. Das ist das nächste Ziel, weil die Nachladegeschwindigkeit dann noch krasser wird. Ich möchte aber nicht wieder als Panzer spawnen, sondern tatsächlich jetzt mal als Infanterist den Leuten aufs Reißbrett hauen. Denn wie gesagt, ich schäme mich ja immer, wenn ich nur Panzer spiele. Insofern, dass ich euch da nicht zeigen kann, was ich noch drauf habe. Also, ich habe wieder hier und da mal im Stream gespielt und inzwischen klappt es echt besser, vor allem jetzt, wo ich ein paar mehr Waffen habe, klappt es sowieso besser. Weil ich bin halt wirklich an die Torque gewöhnt, weil wir die immer getrialt haben. Die hatte ich die letzten Aufnahmen dann nicht und seit ich wieder mit der Torque spiele, geht es halt wirklich gut. Die Waffe ist echt angenehm. Ich habe mal überlegt, mir die andere 1000 Assault Rifle von den Terranern zu holen. Da steht ja, die ist auch Assault Rifle, aber mehr auf Range getrimmt und präziser.
Aber ich denke, da wir uns mehr im Nahkampf hier mit befinden, beziehungsweise im Nahkampf bis Midrange. Wow, ist das hier besser? Der kam unerwartet. Der kam richtig unerwartet. Holy shit. So, wir sind schon wieder auf einem guten Weg zu Feinden. Aber das war ein Scharfschütze. Ja, mit dem Warden. Das Warden ist ein Scout Rifle. Das ist wie eine Assault Rifle, nur mit, ich glaube, 21 oder 24 Schuss im Magazin und extrem tödlich auf mittlere Distanz. Sollten wir uns vielleicht auch mal holen, aber erstmal werde ich mit dem Vandal spielen, weil das Vandal finde ich wesentlich besser. Ist ein bisschen doof, die Kampfposition, ja, weil jetzt bin ich tot und muss wieder einen Kilometer laufen. Dann nehme ich lieber die Suizidaktion und gucke, wo ich damit runterkomme. Haben wir gleich die zwei Folgen. Ja, die zwei Folgen, die ich machen wollte, haben wir sogar schon. Wobei ich habe ein bisschen später angefangen und war ein bisschen eitel. Ja, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen auf dem Sprung heute. Ist heute alles ein bisschen knapper als geplant. Aber ich nehme die Tage noch mehr auf, weil ich nehme mir wieder ein bisschen Urlaub. Hinter uns ist ein Lightning. Ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht belästigt. Gucke aufs Radar, sehe, ich bin der einzige Medic. Guten Tag. Ja, da wird wieder viel von uns erwartet, obwohl ich keinen Bock habe. Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Der hatte tatsächlich seinen Heavy Shield an. Das hat man gesehen, wenn ich den getroffen habe. Allerdings wurde das nicht angezeigt. Das war ein bisschen glitchy. So, der ist auch down. Der ist auch down. Hat sich auf dem Radar verraten, weil er geschossen hat. So, der hat auf über uns auf einen geachtet und ist deswegen gestorben. Da ist noch ein Spion gerade rechts neben ihm runtergesprungen. Der ist jetzt da unten irgendwo in der Ecke. Spectarta. Das meine ich. Also inzwischen habe ich mich wieder ein bisschen eingespielt und dann läuft das Ganze auch wesentlich besser. Ja, der hat mich gesehen. Auf Wiedersehen, Citadel HQ. Ach, das sind ja Heilgranaten. So, Spectator ist richtig mad auf mich. Der versucht's Tryhard. So, Megatornax. So, inzwischen schießt jemand von hinter uns. Was bist du denn für ein Behinderter? Jetzt im Ernst. Was bist du denn für ein Krüppelkopf, Schappi? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, wie schlecht muss ein Mensch spielen? Also, das ist gemein, ich weiß. Aber habt ihr gesehen, wie schlecht der war? Ich meine, er hat mit dem Beamer auf uns geschossen. Und der Beamer ist halt bekannt als die Taschenlampe. Aber mit dem Beamer kann man auch Leute töten. Das lag nicht am Beamer. Also, das war schon sehr kurios. So ein Penisgesicht. Weil er dann noch in den Tod gesprungen ist. Nein, lass mich leben. Da ist jemand. Ich weiß aber nicht. Nee, er ist nicht tot. Da ist der in dem Moment gelackjumpt. Also, der ist quasi mir aus der Schussbahn rausgesprungen, ohne es zu wissen. Ja gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf richtig krassen Angriff auf den Weg, denn wir haben eh nur noch ein halbes Magazin circa, ein bisschen weniger. Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, hat die 30 Kugeln oder 35? Ich weiß nicht, wie viel die im Magazin hat, aber wir machen uns auf den Weg. Der sollte jetzt gleich hochgehen. Ja, ich bin auch Medic, danke. So, wir verteilen. Wo kommt der denn jetzt her? Hat er dahinter Mitose gemacht? Fucking Zellteilung. Ja, wir passen auf, dass dem Reaktor nichts passiert. Da sind sie nämlich jetzt schon auf dem Weg. Voll auf unserem Gieren. So, Vanu-Terra. Gib es nicht. Ausverkauft. Ja, gut. Der war im guten Winkel. Ich habe gedacht, hinter uns wäre niemand. Naja, was machen wir denn? Spawnen wir nochmal? Ja, komm, einmal spawnen wir noch. Auch wenn wir jetzt wieder so am Arsch der Welt sind. Das wollte ich eigentlich nicht. 40 Schuss hatten wir. Das heißt, wir hatten noch minimal über die Hälfte im Magazin eben. Aber man hat gesehen, die Torque ist echt leistungsstark. Da haben wir jemanden gespottet. Nerva Jack.
Die kommen hier aber klar, oder? Gut, dann gehen wir mal da drauf. Hier ist gerade jemand irgendwo lang gejumpt. Das war der. Hallo. Ja, wir geben die Headers raus. Die sind heute kostenlos für die Gegner. Unter uns sind wahrscheinlich viele. Ich mach mal. Ja, ich mal wieder, ne? Ich heile dich und du heilst den. Okay. Ne, so weit geht's leider nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall gut den Generator decken. Nur ich hoffe, dass wir wiederum von hinten gut gedeckt werden. Hier oben ist irgendwo jemand. Da kamen Schüsse. So, ja, wir gucken mal, dass wir den wieder heile machen. Ja, wir sind gerade so ein bisschen auf dem Sprung. Weil hier überall welche sein können. So, da ist noch ein Feind. Und ich muss gerade in Deckung. Ah, da war noch irgendwo einer. Ich weiß aber nicht wo. Gut. Naja, das waren zwei ziemlich gute Runs jetzt noch als Infanterist. Wie gesagt, ich habe nichts verlernt. Ich musste mich nur einspielen. Die letzte Aufnahme war ja ein Killfest, was da mit mir gemacht wurde. Und ich habe nichts verlernt. Ich habe es euch geschworen und ich musste mich nur einspielen. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder offiziell zurück in der Staffel. Die Übung ist wieder da. Ich bin wieder da. Alles ist wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.